Es ist eines der bekanntesten Computerspiele aller Zeiten. Die Rede ist, na klar, von Tetris. In diesen Tagen feiert das Kultspiel seinen 30. Geburtstag. Und das Internet feiert mit. Passend zum Jubiläum finden sich in den Tiefen des Netz so manche kreative Glückwünsche mit Gesangseinlagen. Computeranimationen. Und Kunstaktionen. Huldigen die Klötzchenfans dem Spiel. Da darf ein neuer Weltrekord natürlich nicht fehlen. Auf der Fassade eines Hochhauses in Philadelphia fand vor kurzem die größte Tetris-Partie aller Zeiten statt. Bei so viel Einfluss nach über 30 Jahren können auch wir nur gratulieren und sagen Happy Birthday, Tetris. Haustiere machen glücklich, doch nicht jeder kann sich eins leisten. In den USA bringt die Aktion Inspired by Pets deshalb die Tiere zu den Menschen, jedenfalls für einen Nachmittag. In vielen Großstädten dürfen die Tierliebhaber mit den Hunden und Katzen kuscheln. Der zweite Teil der Aktion findet im Netz statt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilen die stolzen Besitzer Fotos ihrer Haustiere und kleinen Geschichten. Das sorgt nicht nur für viel Freude, sondern verfolgt auch einen guten Zweck. Mit der Aktion möchten die Veranstalter auf die vielen Vierbeiner in Tierheimen aufmerksam machen, die ebenfalls ein Zuhause suchen. Die Fans von Star Wars waren schon immer etwas verrückt. Immer wieder überraschen sie im Internet mit ausgefallenen Projekten und witzigen Ideen. Das gilt auch für unser Video der Woche. Der Amerikaner Tom Murphy hat alle gesprochenen Wörter im ersten Teil von Star Wars gezählt und sie alphabetisch sortiert. Nach und nach hat er den Film in seine Einzelteile zerlegt und anschließend wieder zusammengesetzt. Das Ergebnis ist reichlich absurd und passt deshalb wunderbar in dieses Internet. Über 800.000 Mal wurde die alphabetische Version von Star Wars bereits geklickt.